Herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Können wir noch irgendwas zu essen mitnehmen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in der Höhle vielleicht doch noch irgendwie Gegner gibt. Ich weiß nicht, ob das so eine einfache Höhle ist. Wir können nichts zu essen mitnehmen, weil wir nichts mehr haben. Ah, okay. Das ist schlecht. Na gut, vielleicht finden wir noch irgendwelche Pilze oder so. So, das Ding ist auch leer. Naja, fast leer, ne? Jetzt sind nicht ernsthaft die Zwiebeln wieder fertig, oder? Also kann sein, dass ich die eventuell dann offline mal abernte, bevor ich dann schlafen gehe oder sowas, damit das nicht zu lange dauert jetzt hier in der Folge. Aber wir gucken auf jeden Fall erstmal in der Höhle nach. So. Was ist denn hier passiert? Hallo? Ach, das sind die Strahlungen oder was? Vielleicht wird der nachts high davon oder sowas. Man weiß es ja nicht. Was war denn das hier eigentlich nochmal? War das nicht dieses Schwefelzeugs da? Oh, wo laufe ich denn hin? Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ein Stück weiter nach links und dann nach oben. Aber ist okay, habe ich wieder was freigelegt. Ich wollte sowieso mal irgendwie gucken, dass ich mal, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, das in der Folge zu machen. Wahrscheinlich mal einen Tag offline rumlaufen oder so. Dass ich mal die Karte ein bisschen mehr offenlegen kann. Da immer weiter nach links und oberhalb vom Wasser. Okay. So. Warum ich das jetzt auf 4 Uhr gestellt habe, weiß ich nicht, weil heute müssen wir ja erstmal in kein Geschäft rein. Nehme ich an. Dass wir das nicht mehr machen werden heute. Warum bin ich ja wieder so langsam? Das gefällt mir gar nicht. Und da komme ich gar nicht weiter. Wieso komme ich da nicht weiter? Hallo? Hitbox. Von was auch immer. Das ist wie wenn ich bei T so an einem kleinen Steinchen hängen bleibe. Oder bei DBD beispielsweise, wenn man gerade vom Killer wegrennt. Und dann, nee, halt, stopp. Bin schon dran vorbei. Und dann nicht weiterrennen kann, weil ich dann irgendwo hängen bleibe an so einem Grashalm oder sowas. Und nein, das ist keine Übertreibung, das ist uns schon mal öfter passiert. Leider. Ach, da ist es doch. Das habe ich gesucht. So. Dann. Ja. Ich habe euch auch lieb. Wir nehmen jetzt erst nochmal hier ein paar Pilze. Ich wollte gerade den Bodenkristall mitnehmen, aber ich glaube, da hätte er was dagegen. Was ist denn das hier eigentlich? Also erstens, liegt er da in seinem Grab drin oder was? Also ich nehme an, dass das sein Bett ist, aber es sieht ein bisschen komisch aus. Und ja, ich kann es mitnehmen. Cool. Kann man das lesen? Ah, Anastasia. Dies ist ein Buch über eine Frau in einem fernen Land, die ihr ganzes Leben in der Wildnis verbringt. Sie lebt auf einer Lichtung mitten in der Taiga, weit im Norden jenes Landes. Und die Tiere der Wildnis sind ihr zugetan und bringen ihr, was immer sie zum Leben braucht. Im Buch werden auch Anastasias außergewöhnliche Fähigkeiten, mit Lichtwesen zu kommunizieren und durch Raum und Zeit zu reisen, beschrieben. Aha. Sie kann sich unsichtbar machen und verfügt über viele Zauberkräfte. Oh bitte, unsichtbar wäre total geil in der Höhle. Lass mich den Zauber auch irgendwann erlernen. Aber dauerhaft. Ja, dauerhaft wäre blöd, wenn ich dann ins Dorf gehe. Obwohl, wenn man die Leute erschrecken könnte, wäre das bestimmt auch ganz lustig. Die Bewohner jenen Landes begegnen ihr mit Hochachtung und viele versuchen, ihrem Beispiel zu folgen und wieder mit der Natur zusammenzuleben. Ist nicht mehr, ne? Okay. Du hast mich jetzt erschreckt. Ich wollte gerade schon sagen, der läuft hier schon wieder halb nackt rum. Aber ich glaube, der hat einen Pulli an. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte ihn aber auch nicht fragen. Weiß ja nicht, was das für ein Perversling ist hier. oh ja, ich habe das Ding noch in der Hand, dann schnappen wir uns die auch noch. So. Ich habe den Tipp bekommen, dass ich da gar nicht reinkomme in der Höhle, sondern dass ich ein bisschen weiter in den Norden reingehen soll. Das werden wir jetzt mal machen. Oh, 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 oh. Holla die Waldfee. Das war jetzt aber nicht gut. Falls ich da jetzt doch noch irgendwie was brauche, einmal habe ich noch. Das ist nicht viel, aber schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall schon mal den Säbel anlegen, falls da irgendwas ist. Ist das die Höhle?
Ja, ich denke, ne? Probieren wir es mal hier. Gucken, was wird hier. Es ist wieder so eine Höhle und ich gehe davon aus, dass ich auf Gegner treffe. Eigentlich würde ich nicht gerne reingehen, aber man muss ja immer seinen Mut zusammenreißen und dann auch mal ein paar Dinge machen, die man eigentlich nicht so gerne macht. Ich werde stark sein für alle, die da draußen zuschauen und für alle da draußen, die nicht gerne durch Höhlen wandern. Und dabei möchte ich mal ganz liebe Grüße an Nela aussprechen. Ja, ich habe extra darauf gewartet, bis ich hier in die Höhle gehe. Die Höhle scheint nicht unbewohnt zu sein. Ach, ich habe nicht bewohnt verstanden. Ja, schöne Grüße an Nele. Ich weiß, sie schaut mir jetzt gerade zu. Und drückt mir hoffentlich die Daumen. Was bist du? Ach, du bist auch eine Spinne. Ah, ich will hier einfach nur durch. Ich will das Eichhörnchen finden. Ist das gut, wenn ich runtergehe? Ich weiß es nicht. Okay. Da ist noch was. Ach, du bist das Eichhörnchen. Oh, ich wollte dich gerade töten. Nein, bleib hier. Klatsch. Klatsch einfach rein. Was haben wir denn hier noch? Geht's aber sonst nicht weiter, ne? Was ist denn das hier? Alter, mein Ohr. Ich glaube, das heißt, dass ich das nicht machen kann. Ach, das ist wieder Kalkstein. Na gut. Das hier oben ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Nee, okay. Ja, ich habe ja alles. Was ist das denn schon wieder? Essenz der Dunkelheit. Ein bisschen Platz habe ich noch. Weiß nur nicht. Oh, schon wieder so eine verdammte Deite. Fledermaus. Ich mag Fledermäuse zwar, aber nur in der Realität, nicht hier drin. Schauen wir mal eben kurz, was hier unten noch ist. Hallo? Ich kann zwar nicht sehen, weil ich mal wieder meinen Lichtzauber vergessen habe. Was war das? Oh, okay. Oh oh, Fledermaus, Fledermaus. Nein, zwei Fledermäuse. Ich will hier raus. Ah! Stirb, du Sau. Jetzt will ich auch, dass du... Oh, jetzt kommt noch einer. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich habe fast kein Leben mehr. Nein, jetzt kommst du auch noch. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Lauf weg. Du auch. Du auch. Geht weg. Ich habe fast kein Leben mehr. Raus hier. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Blauer Stein. Gut für Rezepte. Alles ist gut für Rezepte. Nichts kann ich mal irgendwie verkaufen oder so. Mann. Das tun wir mal direkt auch nach oben. Hier draußen, glaube ich, kann ich mit dem Körbchen wieder rumlaufen, oder? Wie spät haben wir? Gleich 13 Uhr. Kann ich dich irgendwie? Nee. Ihr seid zu klein, oder? Achso, ihr blüht nicht. Das heißt, du blühst auch nicht, ne? Du bist das Gleiche. Wo ist denn der? Da. Hallo. Ach so, blüht auch nicht. Hallo, ich habe dein Eichhörnchen. Ich grüße dich, Gameplayerin. Hier, ich habe dein Eichhörnchen. Ah, vielen Dank. Wo hast du ihn denn gefunden? In einer Höhle. In der Nähe. Und der Ausgang war mit Wasser blockiert. Mit Wasser blockiert? Wie gut, dass du ihn gerettet hast. In der Zeit, in der du weg warst, hat eins meiner Eichhörnchen Junge bekommen. Und ich möchte dir eins schenken. Ja! Wenn du sie zähmst, sind sie sehr anhänglich und sie können auch lernen, Früchte von den Bäumen zu holen. Danke, danke, danke. Wie zähme ich denn ein Eichhörnchen? Du kannst ihm ein paar Macadamia-Nüsse geben. Na toll, ich habe keine. Die lieben sie besonders und damit kannst du sie auch danach regelmäßig füttern. Sie mögen aber auch Waldbeeren und Waldkräuter. Denk aber daran, deinen kleinen Freund nicht verhungern zu lassen. Ich gebe dir noch eine Liste mit, damit du nicht vergisst, was er gerne frisst. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Moment, sie mögen auch, was hat er geschrieben? Sie mögen auch Waldbeeren und Waldkräuter. Okay. Muss ich mir ja mal aufschreiben. Ich weiß ja nicht so genau, was ich dem dann... Ich habe ja keine Nüsse. Wie kann ich dem Eichhörnchen denn beibringen, für mich zu arbeiten? Ha, mein persönlicher Sklave. dafür gibt es einen einfachen Zauber. Schau einmal einfach... Ich kann heute nicht mehr lesen, es tut mir leid. Schau einmal bei Nial vorbei. Der kennt sich mit Zaubern aller Art aus. Ich wünsche dir viel Freude an deinem neuen Freund. Bis bald. Ja, dann gehen wir mal zu Nial. Ich hoffe, der ist... Ja, doch, der ist noch. Was ist denn das jetzt? Ich habe keinen Platz mehr. Wollt ihr mich veräppeln? Was war das? Starre... Moment, Pflanzenfasern ist das, was... Ach nee, Moment, das kann ich lesen, ne? Über Eichhörnchen, geschrieben von Wood. Eichhörnchen fressen gerne... In der Regel brauchen sie alle 3 Tage etwas zu essen. Oh. Verzaubert man ein Eichhörnchen und kann es auf Befehl Früchte von den Bäumen holen. Eichhörnchen bekommen ungefähr einmal im Jahr Junge. Ja gut, aber mit einem einzelnen Eichhörnchen wird doch schon schwer werden. Sei denn, es ist schon schwanger, wenn ich es bekomme. Dann könnte es klappen. Alle 3 Tage was zu essen. Okay. Sollte ich mir das aufschreiben? Bei meinem Schweizer Käsegehirn, glaube ich, alle 3 Tage füttern. Sollte ich das lieber aufschreiben? Das wollte ich sagen. So, okay. Okay, okay. Jetzt hat der... Ach, das waren Nüsse. Das waren gar keine Kartoffeln. Was ist denn das hier? Können wir auch nicht mitnehmen. Tut mir leid, ja, ich weiß, ich versuche die Leute irgendwie immer zu beklauen automatisch, weil ich denke, vielleicht kann ich das gebrauchen. Schande über mein Haupt, es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Einsiedler. Mal eben schauen. Hier kann ich einfach runter, dann komme ich nicht ans Wasser. Okay. Was ist denn das hier? Waldkerze. Also ich kenne ja sehr viele Pflanzen und auch, naja, Blumen nicht so, aber ich kenne ja sehr viele Pflanzenarten und so, aber Waldkerzen habe ich noch nicht gehört. Bin jetzt zu weit, oder? Ach nee, ich muss nicht einfach nur runter, ich muss auch noch zur Seite. Sag mir das doch einer. Hallöchen. Ich kann dich noch aufsammeln. Ich wollte gerade sagen, ich habe den doch schon mal aufgesammelt. Oh oh. Warum ist mein Leben so runter? Hey, warte mal. Ich habe den Pilz doch gerade aufgesammelt. Hä? Ich habe den doch gerade eingesammelt, aber ich habe den nicht bei mir drin. Bin ich denn jetzt ganz doof? War eine rhetorische Frage, aber so grundsätzlich meine ich. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Na gut. Nial, genau, zu dem wollten wir noch. Hallo, wieso sind es hier gerade mal 10 Grad? Ich meine, wir haben Frühling, ja, aber ich laufe hier mit einem Oberteil ohne Arm rum. Mir wird kalt gerade. Könnten wir mal wieder ein bisschen mehr Sonne haben, bitte? Wenn einem auch noch kalt werden würde, dann würde ich die Krise kriegen, glaube ich. Da ist schon so viel, worauf man achten muss, wenn ich jetzt auch noch irgendwo warme Kleidung dann kaufen muss oder sowas. So, das habe ich jetzt genommen. Ah nee, das ist jetzt hier. Ach, dann habe ich den vermutlich auch runtergeschmissen. Verstehe. Ist das denn was ich schon mal geerntet habe? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Oh, wir haben gleich 18 Uhr, ich muss mich beeilen. Ich darf nicht so viel reden in diesem Spiel. Und wir haben schon wieder Überlänge. Das ist doch Mial, ne? Ja. Nein. Achso, ich wollte eigentlich nichts kaufen. Aber das ist okay, wir können ja auch noch mal kurz gucken. Was braucht die denn? Wächst im... Ich werde jetzt nicht wieder Freitag sagen. Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Achso, wächst auf Lava. Achso. Ah. Schuhe der Lebensessenz. Aber das ist auch noch alles zu teuer hier. Aber er hat auch, das habe ich mir schon festgestellt, er hat auch diese Kristalle. Erhöht das Licht auf den umliegenden Feldern. Plus 10%. Wärmekristall auch. Nährstoffkristall. Den hätte ich ehrlich gesagt gerne. Und den Wasserkristall hätte ich gerne.
Allerdings bin ich auch ganz ehrlich, ich weiß nicht so genau, wo ich den positionieren soll. Steht halt in den angrenzenden Feldern oder so, stand da gerade drin. Ich kann nicht mehr reden heute. Es tut mir leid, ich bin hier so aufgeregt, dass ich ein Eichhörnchen bekommen habe. Okay, erstmal Dialog, so. Hallo Gameplayerin, freitags unterrichte ich Sophie in den Grundkenntnissen der Magie. Ich wollte eigentlich nicht wissen, wie ich mich mache. Ich wollte wissen, wie ich das mit den Eichhörnchen mache. Nein, frag doch nicht immer das Gleiche. Hä? Nebenquests. Hinweise. Nee, Wissen über Pflanzen. Oh, Wissen über Pflanzen. Das sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Nee, bin ich jetzt auf Quest gegangen? Achso. Sprich mit Marco, dem Händler, wegen Arbeit. Ach, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ach, Mist. Aber warum darf ich jetzt mit Nial nicht sprechen? Ich dachte eher... Ist das denn unter Quests? Auch nicht, ne? Steht nur Wie viel müssen wir eigentlich hier? Muss ich das mit allen machen? Mit Marco, dem Händler. Wo ist denn der? Die faule Socke arbeitet doch bestimmt gerade wieder nicht, oder? Moment, einmal über die Brücke, dann runter und nach rechts halten. Wenn wir da was verdienen könnten, wäre das natürlich super. Ich laufe auch gerne von A nach B und wieder zurück und drehe mich fünfmal im Kreis und stelle mich auf den Kopf. Das ist mir alles egal, Hauptsache ich kriege Geld dafür. Aber ich ziehe mich nicht aus, ne? Man sollte sich nie ausziehen. Also, außer wenn man gerade unter die Dusche geht oder seine Klamotten wechselt, dann sollte man sich vielleicht schon ausziehen. Wäre von Vorteil. Markus Lahn, ich glaube, der geht gerade raus. Du fauler Hund, du, komm her. Ich muss mit dir reden. Hallo? Du warst nicht Marco, oder? Du warst nicht Marco. Nee, dann tschüss. Ich wollte mit Marco reden. Bist du Marco? Marco, ja. Guten Tag, werter Kunde. Nee, ich bin kein Kunde, aber... Hi. Alfred meinte, du brauchst Hilfe bei der Arbeit. Das ist korrekt, aber zuerst einmal eine Frage. Wie stehst du zu Mona? Arbeitest du für sie? Warum? Wenn ich jetzt was Falsches sage, kriege ich dann keine Arbeit oder was? Nein, eine Mona kenne ich nicht, genau. Du meinst die freundliche Händlerin am Marktplatz? Dann kennst du sie schon. Gut, nicht zu ändern. Aha. Hat er jetzt Arbeit für mich? Sicher. Aber erwarte nicht so viel als Bezahlung. Die Geschäfte laufen momentan nicht so gut. Woran liegt es denn? Dies und das braucht dich nicht zu kümmern. Mach einfach deine Arbeit und du bekommst deinen Lohn. Was soll ich denn für dich erledigen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, er ist so ein bisschen eifersüchtig da auf die Mona. Ich habe hier eine Kiste für Walter. Bringe sie hoch zu seiner Schmiede und stelle sie dort ab. Anschließend kommst du zurück zu mir. Hier, die Kiste und ich markiere dir den Platz, damit du nichts verkehrt machst. Und denk ja nicht daran, einen Blick hineinzuwerfen. Okay. Ach so. Nein, ich kann die Kiste nicht nehmen. Ach, ihr könnt mich doch mal. Ach, jetzt muss ich doch was wegwerfen. Aber das Holz will ich nie wegwerfen. Na gut, ich meine, das hat man schnell wieder, ne? Starre Pflanzenfasern. Ich weiß ja nicht, was ich für die Rezepte brauche. Pass auf, dann werfe ich das weg, so. Kiste nehme ich mit. Ich weiß, wo du liegst. Ich werde wiederkommen. Irgendwann. Da wird das automatisch eingesammelt werden. Okay. Also ich habe so das Gefühl, der mag die Mona nicht so besonders, weil sonst hätte der nicht so dämlich gefragt gerade. Hallo, hallo. Wo muss ich denn hin? Einfach nur nach oben, dann bin ich direkt da. Okay. Weiß ja nicht, wo ich das jetzt genau ablegen soll. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ich hab's eilig. Ich werde gleich schon wieder müde. So. Nee, hier hin, oder? Nee, hier oben irgendwo. So. Jetzt muss ich das aber erstmal hier reinziehen, nehme ich mal an. Ist das egal, wo ich die hinstelle? Hier oben ist auf jeden Fall angezeigt. Ich mache das mal hier hin. So. Ist das jetzt okay?
Lieferung für Walter. Ich kann Marco Bescheid sagen, dass ich seine Kiste ausgeliefert habe. Die Frage ist nur, ist Marco schon am Schlafen? Ich weiß ja nicht, wo der hin ist. Das ist Trom. Weiß echt nicht, wo der hin ist. Ich weiß ja gar nicht, wo der wohnt, fällt mir gerade so ein. Meistens sind die abends im Café, oder wie war das? Tiffany's Café. Nee, bei Clues Restaurant. Tiffany's Café sind die tagsüber, ne? Jetzt habe ich gerade mit dem gesprochen, weiß schon gar nicht mehr, wie der aussieht. Vor allen Dingen von hinten nicht. Moment. Oh. Nee, du warst der andere, oder? Ich komme da gar nicht ran. Das ist Jack. Ich komme hier nicht. Kann ich mit dir kurz reden? Hallo. Walter. Hallo, Gameplayerin. Mit einer besseren Axt oder Spitzhacke kannst du auch härteres Holz bzw. Stein bearbeiten. Ja, würde ich gerne haben, aber, ne? Okay, bis bald, Walter. Du bist das nicht gewesen. Doch, Marco. Guten Tag, Gameplayerin. Noch einmal die Münzen zählen und dann ist Feierabend. Ich habe deine Kiste ausgeliefert. Ich hoffe nur, du hast alles richtig gemacht. Ja, es ist so schwer, eine Kiste auszuliefern. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, die von A nach B zu transportieren und auch noch dort abzusetzen. Aber ich hoffe, es hat geklappt. Als nächstes bringst du dieses Fass zu Emma. Moment mal, wo ist meine Bezahlung? Die Münzen gibt es am Ende, wenn du mit der Arbeit fertig bist. Also dieses Fass bringst du zu Emma. Lass es nicht fallen und stell es zu den anderen Fässern in ihren Laden. Ich markiere dir wieder die Stelle. Okay. Aber das ist nicht irgendwie so ein hochexplosives Fass oder sowas, ne? Fass für Emma, Questgegenstand. Hm. Ja, nee, du wirst jetzt nicht müde. Das eine machen wir jetzt noch hier. Achso, da ist Emma. Moment. Unten und dann nach rechts. Ich weiß, ich weiß. Ich bin wieder die Folge komplett am Überziehen. Vielleicht muss ich hier auch wieder zwei Folgen draus machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre vielleicht manchmal besser. Aber hier war der Eingang, ne? Achso, muss ich das nach draußen oder nach drinnen stellen? Nee, zu den anderen Fässern hat er gesagt, ne? Okay. Jetzt kann ich wieder zurückgehen. Die Frage ist, wo ist er jetzt? Ist der jetzt auch schon... Oh, nicht weglaufen. Ich glaube, das da oben ist er, oder? Das ist er. Hinterher! Stehen bleiben! Ich muss noch mit dir sprechen. Oh, ja, ist mir egal, ob deine Augen zufallen. Ich muss eben noch dem Marco Bescheid geben, wenn er nicht wieder eine neue Aufgabe für mich hat. Ha! Guten Tag, Gameplayerin. Noch einmal die Münzen zählen. Ja, ist ja gut. Das Fass ist bei Emma heil angekommen. Erfreulich, erfreulich. Nun eine letzte Lieferung. Ah! Diese Fiole bringst du zu Tiberius und stellst sie irgendwo in sein Labor. Am besten auf einen Tisch oder eine Kiste, damit er sie sofort sieht. Okay. Also erstens, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt weiß, wo Tiberius ist. Damit fängt es dann schon mal an. Ich wollte mir immer mal eine Karte zeichnen, nebenbei bemerkt. Es könnte sein, dass der hier unten vielleicht in der Ecke ist. Weil ich habe seinen Haus, glaube ich, noch nie, beziehungsweise seinen Namen noch nie gelesen. Zauberer Nial. Da ist zu. Also entweder ist er vielleicht hier oben beim Steinkreis irgendwo in der Nähe oder unten. Das könnte vielleicht noch sein. Ah, Moment. Ah. Moment, Moment, Moment. Hier rechts ist noch was. Bitte fall mir noch nicht um. Ich möchte das nur mal kurz offenlegen hier. Ich will nur wissen, ob dieses Haus, was hier unten ist, ob das eventuell Tiberius ist. Oder Tiberius, keine Ahnung. Ich werde dich dann auch sofort zurückschicken. Oh, die Hühner schlafen. So, sag an. Kailan. Kailan kenne ich gar nicht. Wer ist Kailan? Wieder was Neues. Ha. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall zurück, bevor ich jetzt hier gleich komplett... na, ihr wisst schon. So, dann
hoffe ich, dass ich noch kurz die Zeit habe, die Sachen hier mal eben schnell da reinzuschmeißen. Die brauche ich dann nochmal fürs Eichhörnchen. Ich habe nur irgendwie Panik, das Eichhörnchen da rauszulassen, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, können wir da was auffüllen? Können wir nicht. Büsche. Ach. Oh, wie Frühlingsflut. Wieso schon wieder? Nein. Ich will nicht immer Fluten haben. So, das. Holz nochmal. Nee, Holz. Achso, da. Ja. Ach, das hätte ich ja auch. Ja, gut. So, die beiden lasse ich jetzt noch hier drin. Und ich weiß nicht, ob ich die verkaufen soll. Keine Ahnung. Da hatte ich auch noch Edelsteine drin. Naja, gut. Okay, ihr Lieben, ich muss jetzt leider schlafen, auch wenn ich eigentlich die Ernte reinholen wollte. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal danke fürs Zuschauen. Es kann sein, dass ich 2 Folgen draus gemacht habe. Trotzdem, boah, ich bin gleich komplett weg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!